Heute erfüllen wir einen Zuschauerwunsch. Ja, Freunde, wir sind zwar nicht bei Wünsch dir was, aber ihr dürft mir natürlich jederzeit auf Insta Sneakerwünsche zukommen lassen. Findet ihr in der Beschreibung mein Insta-Profil. Das ist natürlich der Team Court. Den soll ich mir mal bitte näher anschauen und das machen wir jetzt. Packen wir ihn mal aus hier. Aha. Ich fühle den Film, okay. So, habt ihr eigentlich schon abonniert? Ganz, ganz, ganz wichtige Frage, ja? Freut mich, vielen Dank. Du verpasst jetzt keine weiteren Sneaker-Videos mehr. Und jetzt auch noch einen Daumen nach oben da lassen und uns unterstützen, dann läuft alles. Erster Eindruck. Okay, ich will fair sein. Er sieht schön aus. So dieses Dunkelgrün mit diesem leicht gebrochenen Weiß. Wirklich schön. Aber es ist direkt der erste Eindruck, ich habe das doch alles schon mal irgendwo gesehen. Wir schauen uns mal, wir werden gleich darauf nochmal zurückkommen, muss ich fairerweise sagen. Wir schauen uns aber nochmal alles in Detail an. Also wenn wir uns zum Beispiel diese Außensohle anschauen, das sieht cool aus, der Grünton auch wunderschön. Die Außensohle legt sich in die Mittelsohle rein. Klar, getrennt voneinander, sieht man hier nochmal schön. Das finde ich teilweise sogar sehr schön, wenn es farblich sogar differenziert ist. Wir haben das Adidas-Logo hier nochmal auf der Mittelsohle. Die Mittelsohle hier, die Nähte, wo es befestigt ist. Schön. Uppermaterial, Kunststoffmaterial, die drei Swooshes auch in diesem schönen Grünton. Es ist schön, dass tatsächlich hier der Grünton auf beiden Seiten getroffen wurde. Diverse Ferse hat hier auch nochmal hier eine Kappe drumherum bekommen mit dem Adidas-Logo. Wir haben hier dieses leicht gebrochene Weiß, was sich hier durchzieht bis zur Toebox. Die Toebox auch in diesem gebrochenen Weiß. Und ihr seht, das Ganze ist stabilisiert mit Rauleder. In den Grauton. Das finde ich hätte zum Beispiel gar nicht sein müssen. Das hier könnte ruhig weiß sein, weil wir haben jetzt zum Beispiel doch auch um die Schnürung hier komplett alles weiß. Warum ist das grau? Das ist ein bisschen zu viel. Muss doch gar nicht sein. Das ist auf Krampf irgendwie noch einen Ton mit reinbringen. Muss doch gar nicht sein. Sonst hätte ich schöner gefunden, muss ich ehrlicherweise sagen, in weiß. Komplett in diesem glänzenden Weiß von mir aus sogar. Die Toebox sehr klein gehalten, kann ich mir eigentlich doch. Werden wir gleich zwar on-feed anschauen, aber ich kann mir das schon gut on-feed vorstellen. Und ja, das Ganze zieht sich hier rüber. So vom Look her erinnert es so ein bisschen an Nike SB. So mit dieser Sohle, ein bisschen dezent darauf angelehnt. Ist okay, darf es sein, ein bisschen Air Force-Thema mit drin. Was mich halt so ein bisschen unbewusst oder unterbewusst stört, ist halt, ich habe das alles schon mal gesehen. Ich habe die Silhouette schon mal gesehen, ich habe den Look schon mal gesehen, ich habe die Farben schon mal gesehen. Nicht unbedingt nur von anderen Marken, sondern auch intern bei Adidas. Es ist halt, woran unterscheidet sich jetzt der Team Court? Gute Frage, Leute. Das werden wir jetzt, glaube ich, einmal am besten im On-Feed-Teil rausfinden, Freunde. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. So, da ist der Team Court On-Feed. Ich werde ihn euch erstmal kurz in 360 Grad zeigen. Das heißt, dass ihr mal seht, wie er an euch ausschauen könnte. Natürlich so oder wie ich es immer gern trage, dass ich immer die Hose bzw. die Jogger jetzt in diesem Fall darauf stacken lasse. So schaut das Ganze einfach in 360 Grad aus, damit ihr euch das auch ein bisschen vorstellen könnt, wie es bei euch ausschauen würde, wenn ihr das ganze Thema anziehen würdet. Schön. Ich zeige euch noch mal kurz hier einfach mal die Außensohle, dass ihr das Ganze gesehen habt. Ich habe das ja vorhin ziemlich gut gelobt, dieses Grün, Weiß, Grau, Beige. Also wirklich, ich muss auch trotzdem sagen, der Blick von unten nach oben gefällt mir sehr gut. Und das ist mir immer persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich sehe das den ganzen Tag. Wie andere das so sehen, ist mir egal. Es muss mir gefallen und das gefällt mir tatsächlich gut. Die Kombination der Farben, sehr harmonisch, sehr, sehr, sehr schön. Nur mag mir dieser ja, Retro Sneaker einfach so ein bisschen die Vibes von früher Sportunterricht geben. Das hört sich vielleicht in erster Linie jetzt für dich vielleicht ein bisschen negativ an. Nein, auf gar keinen Fall. Natürlich muss man jetzt in gewissermaßen so einen bestimmten Style haben, den man so den ganzen Tag rockt, dass dieser Schuh dann auch zu einem passt. Und das ist halt wirklich so diese Vibes, dass man zum Beispiel eine etwas weitere Chino-Hose, Anzughose oder sonst was trägt. Und das Ganze kombiniert oder so wie ich in diesem Fall mit einer weiteren Jogginghose, dann sieht das echt lässig aus. Wirklich sehr, sehr nice. Was ich aber jetzt so nicht machen würde, ich würde den jetzt eher weniger mit einer Jeans anziehen. Dafür ist er einfach nicht gedacht. Man bekommt so ein bisschen diese Retro-Vibes. Ich sage ja immer so dieses alte Sportunterricht-Vibes, könnte ein alter Sportschuh sein. Und das soll ja auch genau dahin und deswegen, ich feiere das. Nur lasst euch da nicht verrückt machen. Kombiniert es halt wirklich mit etwas weiteren, lockeren Hosen.
so das Thema Skinny Jeans, schaut mal, das wird einfach komisch ausschauen, ich weiß nicht. Also macht euer Ding, probiert's aus. Ist ein schöner Retro-Sneaker, wenn ihr ein bisschen diesen Retro-Vintage-Film fahrt. Vor allem so mit einem oversized Retro-Shirt und lockerer Sporthose sieht das halt bestimmt einfach krass aus.